Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Eine Gruppe tollkühner Helden, die all ihre Kräfte gegen die Mächte der Dunkelheit stemmten. Einer dieser Helden kämpfte einen ganz besonders grauenvollen Kampf. In einer jahrelangen Schlacht bewies er seinen Mut gegen eine Kreatur, die schrecklicher kaum sein konnte. Mit einem verheerenden finalen Schlag schaffte er es, die Kreatur niederzuschrecken und ihren ewigen Zwist für immer zu beenden. Doch die Kreatur hatte einen Sprössling, einen Thronfolger, dem der Held bereits in einer Schlacht vor vielen Monden erlegen war. Doch nun sollte es Zeit für eine Revanche sein. Ihr Gefecht, so sagen es die Geschichtsbücher, ließ Himmel und Erde unter seinen Schlägen erzittern. Doch überzeugt euch selbst und seht es euch an. Okay, so viel erstmal zum epischen Intro des Ganzen. Ihr seht's, heute geht es an Bad Batch Staffel 2. Nach dem letzten Video sollte eigentlich klar sein, dass ich kein Riesenfan von Staffel 1 bin und The Bad Batch Staffel 2 ist tatsächlich das einzige Star Wars Projekt, was ich jemals nicht geschaut habe. Ich fand die ersten Folgen der Serie damals so schlecht, dass ich einfach nach 5 Folgen abgebrochen habe. Für dieses Video habe ich aber logischerweise diese ganze Serie nochmal geschaut und das sogar mehrmals und kann einfach nur sagen, ich bin geschockt. Und das ganz anders, als ich eigentlich erwartet habe. Was genau das bedeutet, erfahrt ihr jetzt. Unser Weg in Staffel 1 beginnt ganz am Anfang. Bevor wir uns nämlich in die Fänge des Ungeheuers wagen, müssen wir uns erstmal seine ganz große Ankündigung anschauen. Wir alle haben uns irgendwie gefragt, wie es nach dem Ende von Staffel 1 weitergehen würde. Denn ja, das Ende war offen, aber so einen richtigen Hinweis gab es noch nicht. Der Trailer zeigt uns jetzt aber Klone gegen Imperium. Das wird das große Thema dieser Staffel. Nachdem das Bad Batch beim letzten Mal nämlich herausgefunden hat, dass sie Menschen und keine Klone sind, gilt es nun, das auch den anderen Klonen klarzumachen. Und das wird im Trailer auch ziemlich deutlich. Wir sind Soldaten. Wir tun, was nötig ist. Los! Weißt du, was uns unterscheidet? Wir treffen unsere eigenen Entscheidungen. Ich muss auch hier einfach mal wieder zugeben, Disney kann Trailer. Zumindest damals noch. Dieser Trailer formuliert ein klares Thema. Klone im Konflikt mit ihrer Aufgabe und dem Imperium. Wir bekommen epische Zitate und das Bad Batch hat ganz klar die zentrale Rolle. Bevor es aber jetzt jemand in die Kommentare schreibt, da waren auch ein paar andere Auftritte. Das ist das erste Mal, dass Bad Batch seinen Fanservice schon im Trailer loslässt. Oder naja, so halb loslässt. Denn ja, wir sehen im Trailer bereits das Cameo von Gunji oder den Auftritt von Rex und Cody. Aber der Fokus des Trailers liegt auf dem Thema und vor allem auf dem Bad Batch. Das ist der Grund, aus dem der Trailer zu Staffel 3 so schlecht war. Es ging nicht um das Bad Batch, sondern um Cameos, Fanservice und Kanonbrüche. Staffel 2 macht das deutlich besser. Kann ich euch vielleicht für eine Mission ausborgen? Ein guter Trailer bedeutet aber eigentlich rein gar nichts. Wagen wir also jetzt mal die ersten Schritte in die Höhle des Löwen. Am 4. Januar 2023 ging es nun also los und wir sollten die zweite Runde an Geschichten rund um die Schadenscharge bekommen. Staffel 2 eröffnet direkt mit einer Doppelfolge und beginnt mit dieser Szene, die wir bereits im Trailer gesehen haben. Das Bad Batch befindet sich immer noch in der gleichen Lage wie zum Ende von Staffel 1. Sie erfüllen Aufgaben für Cid. Das war die missionsverteilende Dinofrau, ihr erinnert euch. Und Grund zum Erfüllen dieser Mission bleibt das Geld. And all you can talk about is money. Vor allem in dieser Folge wird Geld noch sehr wichtig. Hunter und Co. erfahren nämlich, dass die separatistische Kriegskasse auf Serrano aktuell ausgeleert wird. Ziel für diesen Staffelstart ist es also nun, ein bisschen von dieser Kriegskasse zu stehlen.
Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Ja, es ist wieder eine Mission, in der es nur um Geld geht. Und ja, es klingt wie eine klassische Filler-Folge aus Staffel 1. Aber hört mir zu. Hear me out. Erstens ist das Setting des Ganzen diesmal interessant. Denn kurze Frage an alle Hardcore-Fans. Wer ist der Graf des Planeten Sereno? Genau, unser Homeboy ohne Kopf aus Episode 3. In dieser Folge sehen wir also, wie das Bad Batch sich durch die Hallen von Count Dookus Schloss kämpfen muss. Und das ist ganz cool. Cool, 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 cool. Viel wichtiger ist aber, dass diese Folge im Gegensatz zu allen anderen Filler-Folgen in Staffel 1 mal ein klares, zentrales Thema formuliert. Es geht in dieser Mission, wie gesagt, um Geld. Aber das Bad Batch fliegt nicht einfach los und holt das Geld, sondern die Bedeutung dieser Beute wird hinterfragt. Nach einem Vorstoß wird das Bad Batch nämlich getrennt. Echo, Tech und Omega stürzen im Wald des Planeten ab und Wrecker und Hunter müssen sich durch das Schloss kämpfen. Omega will trotz einer Verletzung Techs immer wieder das Leben der gesamten Gruppe riskieren, nur um etwas von der Kriegskasse stehlen zu können. Echo und Tech versuchen Omega klarzumachen, dass es wichtigere Dinge als Geld gibt, aber sie weigert sich, auf die beiden zu hören. So richtig interessant wird es aber dann, wenn die Gruppe auf einen älteren Einheimischen des Planeten trifft. Dieser schenkt Omega ein glitzerndes Spielzeug. Im ersten Moment hält sie es für einen wertvollen Schatz, doch der alte Mann erklärt ihr die wahre Bedeutung. Was ist das? Guck mal rein. Sind da etwa Edelsteine drin? Nein. Nein, das ist nur gespiegeltes Glas. Eine optische Täuschung. Also, ist das kein Schatz? Ach, verflixt noch eins, Kind. Das ist ein Spielzeug. Das macht glücklich. Und glaube mir, das ist mehr wert als jeder Edelstein. Es bleibt aber nicht nur dabei. Der Einheimische klärt Omega auch noch über die Geschichte von Sereno auf und beschreibt, wie Dooku den gesamten Planeten ausgebeutet hat. Omega reagiert darauf ganz im Kinderstil und fragt naiv, wie kann ein Mensch nur so viel besitzen, während andere arm sind? Das ist doch unfair. Und ja, das ist nicht die raffinierteste Art zu erzählen und auch ich habe immer ein merkwürdiges Gefühl, wenn Disney mit Kapitalismuskritik anfängt. Ich mag Moneten. Aber trotz all dem, das ist verdammt gut. Diese Folge traut sich ein wenig unter die Oberfläche einer klassischen Filler-Mission zu gehen. Wir erforschen Themen, die fernab vom reinen Plot der Folge sind und es sind ein paar echt schöne Szenen dabei. Letztendlich schafft es das Bad Batch dann zu fliehen und wir haben ein klassisches Filler-Folgenende. Ich muss ja auch ganz klar sagen, dass es komplett dumm ist, eine Staffel mit dieser Art Folge zu beginnen, da die beiden Folgen 0,0 das eigentliche Thema der Serie einfangen. Aber ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ich persönlich bin kein Riesenfan dieser Doppelfolge, doch ich muss hier zugeben, und ja, es fällt mir ein bisschen schwer, das ist eine richtig stabile Doppelfolge. Wir haben neue Dynamiken durch die Verletzung von Tag, haben einen Fokus auf Echo, der normalerweise viel zu kurz kommt, sehen ein interessantes Setting und behandeln vor allem ein tieferes Thema, das über die Grenzen der Folge hinausgeht. Erinnert ihr euch noch, wie ich im Video zu Staffel 1 den Clone Wars Arc Bruchlandung zusammengefasst habe und meinte, dass Bad Batch auch solche Ein-Episoden-Abenteuer braucht? Ich will jetzt nichts overhypen, aber in der Theorie macht diese Doppelfolge alles genauso wie der Clone Wars Arc. Also ein Einstieg, der in jedem Fall funktioniert. That's not terrible. Okay, meine Damen und Herren, willkommen zu einer weiteren Folge Filler-Abenteuer mit Omega und den BB-Boys. Beim letzten Mal haben wir uns auf eine Rettungsmission für einen Rancor begeben. Wir sind auf irgendeinen Planeten geflogen, um dort irgendeine Person zu retten und natürlich unvergessen der epische Kampf in den unbelichteten Minen der Missionszentrale gegen die fliegenden schwarzen Punkte. Was steht wohl heute auf der Liste unserer einschläfernden Aktionen? Vielleicht ein Spaziergang auf einer schönen Wiese? Oder vielleicht sogar eine Shoppingtour mit unseren Lieblingsfiguren? Was wird es wohl? Okay, jetzt mal Spaß beiseite. Wir starten jetzt so richtig in die Staffel rein und natürlich haben wir mal wieder ein paar Ein-Episoden-Abenteuer, die unseren Weg kreuzen. Das Krasse ist aber, ich werde mich jetzt nicht nur beschweren. Wir sehen nämlich direkt drei Beispiele.
ein Beispiel einer meisterhaften, ja, ich sage meisterhaften Fillerfolge, ein Beispiel einer abgrundtief schlechten Fillerfolge und ein Beispiel einer schlechten, aber trotzdem guten Fillerfolge. Was ich damit meine, erfahrt ihr gleich. And here we go. Den Anfang macht Folge 3 mit dem Titel Der einsame Klon. Im Zentrum der Folge steht Crosshair, der nach seinem Rückschlag aus dem letzten Staffelfinale nun wieder back im Business ist. Er bekommt den Auftrag, einen Planeten zu erobern, der sich weigert, Teil des Imperiums zu werden und einen imperialen Offizier aus den Fängen dieser Widerständigen zu befreien. Klingt erstmal nicht so spannend, doch das muss es auch nicht. Der Schlüssel zu guten Ein-Episoden-Abenteuern liegt nämlich im Detail. Das Besondere an diesem widerständigen Planeten ist jetzt nämlich, sie kämpfen mit Droiden. Ja, ihr hört richtig, die Klappergestelle aus Clone Wars feiern ihr Comeback. Look, it's RB-551. No wonder he got blasted. He's one of those older models programmed by a central computer, not us. We're independent thinkers. Roger. Hinzu kommt, dass Crosshair sich auf diese Mission nicht alleine begibt. Angeführt wird sein Trupp nämlich von niemand geringerem als CC-2224. Besser bekannt als der Motherfucker mit den gelben Streifen, Commander Cody. He knows just what to do, 'cause I'm a bad motherfucker. Wir sehen jetzt also, wie dieser Klontrupp die Festung stürmt, die von separatistischen Droiden beschützt wird. Und Mann, das ist einfach Clone Wars. Und ja, ich weiß, was einige in den Kommentaren jetzt schreiben wollen. Das ist doch nur Fanservice, du widersprichst dir jetzt selbst. Nein, tue ich nicht, weil ja, es ist übertrieben cool, wieder die alte Clone Wars Dynamik zu sehen, aber diese Folge macht auch alles andere verdammt gut. Die Klone rennen nicht wie das Bad Batch so oft einfach rein und schießen auf ihre Gegner. Wir bekommen coole Kampfszenen, Crosshair, der einen Panzer austrickst, geplante Infiltrationsmanöver und vor allem den wohl coolsten Finisher-Schuss überhaupt von Crosshair am Ende der Folge. All das ist aber nur die Oberfläche dieser Folge. Ihr habt eben schon gehört, dass ein gutes Ein-Episoden-Abenteuer immer noch eine gewisse Tiefe hat. Und das schafft diese Folge meisterhaft. Wir sehen zu Beginn der Folge, dass auch Crosshair seine Probleme innerhalb des Imperiums hat. Die anderen Klone halten ihn für eine defekte Einheit und schließen ihn aus. Und auch seine Vorgesetzten vertrauen ihm einfach nicht mehr. So richtig interessant wird es dann aber in der finalen Szene der Folge. Die Anführerin der Widerständigen bedroht den imperialen Offizier mit einer Waffe. Sie erklärt die Hintergründe ihrer Aktion und spricht von einem versprochenen Frieden, der niemals eingetreten ist. Commander Cody ist jederjenige, der aus seiner Rolle als Soldat heraustritt und zum Menschen wird. Er hat Mitgefühl mit seiner Gegnerin, verspricht ihr Frieden und bittet sie, während er seine Waffe niederlegt, den Offizier freizulassen. Das tut sie auch, aber... Hervorragend gelöst! Exekutieren Sie sie! Sir, ich versprach ihr eine friedliche... Sie vielleicht, ich nicht! Jetzt exekutieren Sie sie! So viel zum Frieden. Ich gab Ihnen einen Befehl! Befolgen Sie ihn oder tragen Sie die Folgen Ihres Ungehorsams! Cody verweigert seinen Befehl, aber Crosshair tötet die Frau. Dieser Moment ist einfach nur brachial. Sowohl für Crosshair als auch für Cody ist das ein zentraler Charaktermoment. Wir sehen noch einmal, wozu dieser in der Folge ziemlich sympathisch scheinende Crosshair imstande ist. Und vor allem beobachten wir, wie der Klonkommandant
CC2224 zum Menschen Cody wird. Am Ende der Folge erfahren wir, dass Cody desertiert ist und somit seinen kleinen Arc für diese Folge abgeschlossen hat. Das, was hier passiert ist, war kein Fanservice oder ein Cameo-Auftritt. Man hat eine coole, bekannte Ausgangslage genommen, Klone gegen Droiden, und in ihr ein interessantes Abenteuer gebaut mit coolen Kämpfen, Szenen und Aktionen. Im Hintergrund passiert allerdings eine tiefgehende Entwicklung. Eine Entwicklung, die aus einem billig scheinenden Cameo-Auftritt einen fulminanten Charakterauftritt macht und in einer der spannendsten Szenen der gesamten Serie endet. An der Stelle kann ich nur sagen, genau so sieht eine perfekte Filler-Folge aus. I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. Nur um das mal festzuhalten, wir haben jetzt schon 3 Folgen dieser Staffel durch und ich habe eigentlich noch gar nichts so richtig Negatives gesagt. Vielleicht wird das ja heute doch ein ziemlich entspanntes Video. Stop saying shit like that. Wir machen in unserer kleinen Filler-Show weiter und das mit Folge 4. Yep, das wird lustig. In dieser Folge geht es darum, dass Sid, ihr erinnert euch, die Dino-Frau, irgendeine Sache machen will und dafür Omega, Tag und Wrecker mitnimmt. Und nein, ich bin hier nicht zu faul, euch zu erklären, worum es geht. Die Folge erklärt es 1:1 genau so. Sid kommt auf die Leinwand, sagt, ihr da, kommt mal mit. Und das war's mit der Einführung. Die Folge beginnt einfach so. Mir kann keiner erzählen, dass die bei dieser Folge nicht selbst wussten, dass das schlichtes Füllermaterial ist. Nach etwa 5 Minuten verstehen wir dann so ungefähr, worum es in dieser Folge gehen soll. Sid hat einen eigenen Rennstall und nimmt das Bad Batch mit, weil sie auf dieser Rennstrecke von irgendeinem Mafia-Boss bedroht wird. Das war's eigentlich auch schon. Mehr hat diese Folge gar nicht zu bieten. Wir bekommen ein paar Witze, die nicht mal Star Wars Resistance-Fans lustig finden würden. Und was für eine Überraschung, der eigentliche Rennfahrer fällt aus und Tag muss nun dieses Rennen fahren. Und warte mal kurz. Ja, ich weiß, ich habe beim letzten Mal gesagt, dass ich gerne mehr von Tag sehen würde. Damit habe ich aber Charaktermomente, coole Szenen oder irgendwas in der Richtung gemeint. Ich will nicht sehen, wie der Typ zu Lewis Hamilton wird und gefühlte 30 Minuten ein langweiliges Rennen fahren muss. Und wenn wir schon beim Rennen sind, wer hatte bitteschön die Idee, dass es nochmal einen Formel 1 Arc in Star Wars gibt? Diese Idee hat schon Episode 1 komplett zerstört. Was ist also die richtige Reaktion darauf? Genau. Mach einfach noch so ein Arc. Walla, walla, ich mach genau so und noch schlimmer. Ich mach so nochmal und noch schlimmer. Auf jeden Fall wird Sid im Laufe dieser Geschichte, ey, ich will es eigentlich nicht mal Geschichte nennen, entführt und vom Bad Batch gerettet. Das war's. Diese Folge ist ein Idealbeispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Der äußere Plot des Ganzen könnte kaum langweiliger sein und der Subtext, von dem wir vorher immer wieder gesprochen haben, der ist einfach nicht existent. Also da ist nichts. Die haben mir einfach nur 30 Minuten meines Lebens mit dieser Kacke gestohlen. Fuck you. 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 Okay, ich habe in meinem coolen Gameshow-Intro von vorher nur von 3 Folgen geredet. Das liegt daran, dass wir Folge 5 jetzt ganz einfach skippen. Und nein, mich interessiert nicht, was dieser komische Riesenpanzer für eine tolle Referenz war. Wenn das eben schon Zeitverschwendung war, dann ist Folge 5 eine pure Verarsche. Also ohne Spaß, ich will das nicht mal zusammenfassen. Glaubt mir einfach, wenn ich euch sage, dass diese Folge pure Zeitverschwendung ist. Such a waste of talent. Machen wir also lieber weiter mit unserem dritten Exempel in der Reihe und das ist Folge 6 und hier wird es jetzt ein bisschen kompliziert. In dieser Folge treffen unsere Helden nämlich auf Gunji. Ihr erinnert euch, der Wookiee-Jedi, den wir aus dem Trailer schon kennen und den wir auch schon aus Clone Wars kennen. Die Mission dieser Folge ist es nun also, Gunji zurück nach Kashyyyk zu seinen Leuten zu bringen. Und ja, die Folge macht einiges richtig. Wir haben einen mehr oder weniger interessanten Plot. Es wird die Geschichte der Jedi aufgegriffen und somit eine Art Subtext erzeugt. Und wenn Gunji sein Lichtschwert zieht, ist das schon ziemlich cool. Das große Problem ist aber, diese Folge
könnte so viel besser sein. Mit dem Aufeinandertreffen von Jedi und Klonen hast du eine nahezu unendlich tiefe Grube an Emotionen, die du öffnen kannst. Es könnte Misstrauen seitens des Bad Batch geben, Wut seitens Gungi oder einen schönen Moment der Versöhnung. Doch auf all das wird verzichtet und die gemeinsame Vergangenheit lediglich in einem Nebensatz erwähnt. Hinzu kommt, dass sogar der Fanservice immer wieder verkackt wird. Die Musik in der Folge bleibt viel zu militärisch und lässt sich 0,0 auf das Jedi- oder Kashyyyk-Thema ein. Das wäre der Moment gewesen, in dem man das Force-Thema hätte rausholen können, aber nein, wir hören zum 200. Mal irgendeinen Marsch-Soundtrack. Ich kann diese Filler-Folge nicht komplett abschreiben und sie ist bei weitem besser als die beiden Folgen zuvor und auch besser als 50% der Folgen aus Staffel 1, aber es wäre nun mal so viel mehr möglich gewesen. Es war so viel Potenzial da. Das ist auf jeden Fall prozentual. Oder wie das heißt auf jeden Fall. Das ist nun also das Ende der ersten Filler-Abenteuer für diese Staffel. Eins muss man Dave Filoni und Co. hier lassen, sie haben mir wirklich eine Steilvorlage gespielt, um jeden Aspekt einer guten, einer schlechten und einer mittelguten Filler-Folge in diesen drei Folgen zu erklären. Wer weiß, vielleicht war das sogar Absicht, weil Filoni auf dem Schreibtisch irgendwelcher Filmstudenten landen wollte. Begeben wir uns aber jetzt mal so richtig Richtung zweite Hälfte der Staffel, denn da beginnt der Schock erst so wirklich. Bevor wir das machen, brauche ich aber erstmal eine kurze Pause. Diese Filler-Odyssee hat mich nämlich ziemlich geschafft. Zum Glück habe ich da aber die richtige Lösung, dass wir direkt weitermachen können. Der Zaubertrank, der mich durch den zweifachen Rewatch dieser Bad Batch-Staffel getragen hat, trägt nämlich den Namen Holy. Und der Name ist hier Programm. The most powerful love potion in the world. Holy schafft nämlich fast schon Unmenschliches und lässt euch sogar die tiefsten Filler-Abenteuer von Omega und Co. überleben. Ja, tatsächlich sogar die Formel 1-Episode. Für alle, die sich fragen, was Holy eigentlich ist, die Jungs machen gesündere Softdrink-Alternativen, die nicht nur ohne Zucker glänzen, sondern auch richtig gut schmecken. Für diejenigen unter euch, die bald aussehen wollen wie Wrecker, ist der Hydration Drink vor dem Sport genau das Richtige. Falls ihr eher ganz im Tech-Stil mit eurer Denkmuskulatur kämpfen wollt, dann hält euch der Holy Energy Drink dabei fit. Und falls ihr euch einfach entspannen wollt, wie Sid während das Bad Batch Geld verdient, dann ist der Holy Eistee euer Way to Go. Das Coole daran ist, dass ihr dabei nicht mal ein schlechtes Gewissen haben müsst, denn Holy verzichtet auf ungesunde Dinge wie Zucker und Co. Wenn ihr also gut durch eure persönlichen Filler-Abenteuer kommen wollt, dann checkt gerne den ersten Link in der Videobeschreibung ab und gebt dem Ganzen mit dem Holy-Probierpaket mal eine Chance. Mit meinem Code bekommt ihr darauf sogar nochmal 5 Euro Rabatt. Ich bin auf jeden Fall jetzt bereit für ein paar weitere Folgen The Bad Batch. Ihr habt wahrscheinlich schon die verrücktesten Dinge auf dieser Welt gesehen. Der Marianengraben, die Pyramiden, der Koloss von Rhodos, Atombomben, ey, sogar künstliche Intelligenz. Aber auf das, was jetzt kommt, seid ihr nicht vorbereitet. Wir schauen uns jetzt nämlich Folge 7 und 8 von The Bad Batch Staffel 2 an und ich konnte wirklich nicht glauben, was mir in diesen beiden Folgen passiert ist. Let's go! In der ersten Folge geht es vor allem um die Senatorin Chuchi. Wir sehen, wie sie in einer Senatssitzung für die Rechte der Klone kämpft. Admiral Rampart, ihr erinnert euch, der Mann, der Kamino zerstört hat, will nämlich die Klone ausmustern und sie durch eine Wehrpflichtsarmee ersetzen. Und ja, viele Leute beschweren sich immer wieder über Politik in Star Wars, aber das ist einfach nur gut. Zuallererst sehen wir einen Senatskonflikt, was einfach neu und interessant ist. Aber noch viel wichtiger, wir befassen uns so richtig mit dem Thema der Serie. Es geht um Klone und ihr Leben im Imperium nach der Order 66. Darum geht es dann auch im Laufe der Folge. Wir sehen, wie Klone sich in Bars treffen und über ihre Zukunft reden. Wie Senatorin Chuchi
Shang-Chi sich für ihre Rechte einsetzt und vor allem bekommen wir den Beginn der Klonverschwörung mit. Es geht nämlich nun das Gerücht herum, dass Rampart für die Zerstörung Kaminos verantwortlich war. Auf dem Weg, das zu beweisen, spricht Shang-Chi mit verschiedenen Klonsoldaten und sammelt dabei genügend Hinweise, um Rampart auf die Schliche zu kommen. Zum Ende der Folge wird sie dann aber von einem Attentäter angegriffen und ja, ich bin ehrlich, die Action-Szenen funktionieren hier nicht wirklich so gut. Shang-Chi ist mir als Figur relativ egal, also fiebere ich auch nicht so richtig mit, wenn sie in Gefahr ist. Aber das ist auch wieder egal, weil derjenige, der sie rettet, ist mir ganz und gar nicht egal. Captain Rex betritt nämlich die Leinwand. Wir sehen, wie er einen geheimnisvollen Attentäter verhört und der sich dann am Ende sogar noch selbst tötet, bevor er irgendwas verraten kann. Mann, genau so will ich das sehen. Das, was die ganze Zeit nur im Subtext passiert, wird nun endlich richtig Thema. Klone, das Imperium, Mensch oder Soldat, all das hat in dieser Folge seinen Peak. The Bad Batch wird endlich etwas erwachsener und traut sich, Klone zu töten und sie nicht einfach ein Rennen fahren zu lassen. So muss eine Folge aussehen. Aber wartet ab, wir sind ja nicht mal ganz durch. Folge 8 schließt nämlich direkt an Folge 7 an. Ey, das ist jetzt auch noch eine richtig lineare Story. Wo bin ich denn hier gelandet? Rex bittet das Bad Batch jetzt nämlich um Hilfe, denn durch die Informationen aus der letzten Folge ist es nun möglich, die Beweise sicherzustellen, die Ramparts Schuld beweisen würden. Und ja, das ist mal wieder eine Infiltrationsmission, aber sie macht so viel richtig. Omega ist diesmal keine random starke Kämpferin, sondern ist als Diplomatin an der Seite von Senatorin Shang-Chi tätig. Wir bekommen schöne Szenen, in denen sie etwas über Politik lernt und die Ordnung dieser Galaxis kennenlernt. Genau so schreibt man ein sympathisches Kind. Hallo. Das Bad Batch kommt aber auch nicht zu kurz. Sie haben eine coole Actionsequenz mit Rex, in der sie den imperialen Kreuzer infiltrieren und Shang-Chi und Omega sprechen in der Zeit mit einer Senatorin vom Planeten Kamino. All das endet in einer der fulminantesten Szenen der Serie. Es scheint nämlich so, als hätten sie ihr Ziel erreicht. Es gibt Beweise, dass Rampart Kamino zerstört hat und somit scheint er und seine Klonreform besiegt. Aber dann... Ich bin zutiefst erschüttert von dieser jüngsten Enthüllung. Mein Dank gilt Senatorin Shang-Chi für die Aufdeckung dieses eigenmächtig handelnden Elements in unseren Reihen. Allerdings handelte er nicht allein. Die Tatsache, dass die Klone unter seinem Kommando so blind ihren Befehlen folgten und bedenkenlos solch unselige Zerstörung anrichteten, gibt mir zu denken. Mit diesem bedeutsamen Schritt werden wir ein neues Zeitalter einläuten. Flankiert von den imperialen Sturmtruppen. Der einzig wahre Imperator steigt auf und alle im Senat verstummen, genauso wie ich beim Schauen, nur durch seine reine Präsenz. Alles, was in diesen zwei Folgen passiert ist, war nämlich Palpatines Plan. Er wollte, dass die Zerstörung von Kamino öffentlich wird, denn es waren ja Klone, die diese grausamen Taten begangen haben. Es wäre unverantwortlich, diese Soldaten, die blind Befehle befolgen, weiter in der Armee des Imperiums zu halten. Die Klonreform wird also stärker denn je befürwortet. All die Mühe und die Kämpfe des Bad Batch haben gegen zwei Sätze des allmächtigen Imperators versagt. Mann, das ist einfach gut. So funktioniert guter Fanservice, aber gleichzeitig auch gutes Einbinden von Cameos in die Story. Ich weiß gar nicht, was ich hier noch sagen soll. Nachdem ich diese Folge geschaut habe, konnte ich gar nicht glauben, dass das die gleiche Serie wie die Rancor-Befreiung aus Staffel 1 ist. Ich habe diesen Clip heute schon mal benutzt, aber besser kann ich es einfach nicht zusammenfassen. Ach, I gotta tell you, it was perfect.
perfect. Everything, down to the last minute details. Nein, bei diesem Titel des Kapitels geht es nicht darum, dass Hunter und Co. in einer Filler-Folge backen lernen, sondern es geht um Dave Filoni und Co., die scheinbar endlich das Rezept für eine gute Geschichte gelöst haben. Wir begeben uns jetzt nämlich in die zweite Hälfte der Serie und während ich beim letzten Video an diesem Punkt erst so richtig angefangen habe zu meckern, habe ich jetzt was ganz anderes vor und das ist nicht meckern. No, could you repeat it, because I can't believe my fucking ears. Das, was jetzt kommt, hat mich beim Schauen nämlich komplett aus den Socken gehauen. Um zu verstehen, was ich meine, schauen wir uns die Folgen am besten mal an. Das müssen wir aber theoretisch gar nicht mehr so detailliert machen, denn wie gesagt, das Rezept wurde endlich geknackt. We did it. Dieser so unglaublich starke zweite Teil der Staffel besteht aus 5 Folgen. In der ersten Doppelfolge muss sich das Bad Batch erstmals ohne Echo durchschlagen und das, nachdem ihr Schiff gestohlen wurde. Hier bestand mal wieder das Risiko, eine komplett langweilige Filler-Geschichte zu erzählen, doch das passiert nicht. Wir bekommen einen guten Subtext, in dem sowohl Omega als auch die anderen mit dem Verlust von Echo klarkommen müssen. Gleichzeitig erleben wir aber ein cooles Abenteuer mit einem Schurken, der eigentlich gar nicht so böse ist, ein paar coolen neuen Dynamiken innerhalb der Gruppe und allem, was dazugehört. Das, was hier passiert, ist nichts Weltbewegendes, aber es ist ein einfaches, kleines Abenteuer. Mehr erwarte ich gar nicht und mehr wollte ich auch gar nicht von Staffel 1. Dass das nun plötzlich funktioniert, hat mich sehr, sehr, sehr überrascht. Aber das reicht natürlich noch nicht, um mich aus den Socken zu hauen. Das kommt nämlich erst mit den nächsten Folgen. Wait for it. Es geht weiter mit der Silo-Beast-Geschichte. In einer richtig gut inszenierten Intro-Szene bekommen wir nämlich ein Experiment des Imperiums angeteased. Im Laufe der Folge erfahren wir dann, dass es ein Klon des Silo-Beasts aus The Clone Wars ist. Und nein, das ist kein reiner Fanservice. Die Folge zeigt uns das Silo-Beast in seiner Ursprungsform und für einen Moment dachte ich, ich schaue hier gerade einen Alien-Film. Diese Inszenierung ist so verdammt gut. Wir erfahren, was aus dem Plan des damaligen Kanzlers in Clone Wars Staffel 1 geworden ist und sehen dann auch mal wieder ein riesiges Silo-Beast in Aktion. Ich kann mich nur wiederholen, es ist nichts Weltbewegendes, aber diese Folge macht einfach richtig Spaß. Weltbewegend wird es jetzt. Hey, ready? Ready. Set? Set. 1, 2, 3, go! Folge 12 beschäftigt sich nämlich mit Crosshair. Wir sehen, wie immer mehr Klone ausgemustert werden und auch Crosshair darf nun nur noch auf die eher weniger coolen Missionen gehen. Er wird mit einem klonhassenden Leutnant auf einen Außenposten des Imperiums geschickt. Dort soll er dann zusammen mit Klonkommandant Mayday eine unbekannte Ware bewachen. Im Laufe der Folge sehen wir, wie Klone sterben und der Leutnant sie lediglich als verlorenes Material ansieht. Er schickt Crosshair und Mayday dann auch auf eine Art Selbstmordmission, in der sie nach einer Schlacht in einen gefährlichen Schneesturm geraten und Mayday sehr stark verletzt wird. Aus dem sonst so eiskalten Crosshair wird in diesem Moment nach langer Zeit mal wieder eine Art Mensch. Er riskiert sein eigenes Leben und trägt Mayday mit aller Kraft zurück zum Außenposten. Dort verweigert ihm der Leutnant allerdings die Hilfe und Mayday stirbt, weil er medizinisch nicht versorgt wird. Das Einzige, was der Leutnant dazu zu sagen hat, ist, er hat ausgedient und ist leicht zu ersetzen. Sein Verlust ist also kein Problem. Dieser Satz bringt bei Crosshair das Fass zum Überlaufen und wir sehen, wie 2 Staffeln voller unmenschlicher und grausamer Erlebnisse im Imperium Crosshair wieder menschlich machen. Wir sehen, wie er sich zum ersten Mal einem Befehl widersetzt und den Leutnant erschießt. Infolgedessen wird er dann gefangen genommen und in die Forschungseinrichtung gesteckt, die wir noch aus der letzten Staffel kennen. Und ja, ich habe die Folge hier gerade einfach nur zusammengefasst, weil sie gar nicht kommentiert werden muss und ich auch gar nicht weiß, was ich sagen soll. Deshalb blende ich jetzt einfach nochmal den Clip ein, den ich schon 2-mal benutzt habe. I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details.
schließen wir dieses sehr besondere Kapitel jetzt noch mit der Folge ab, die mich wahrscheinlich am meisten überrascht hat. Folge 13 dreht sich nämlich rund um die Dame, die wir in diesem Video noch gar nicht kennen. Es geht nämlich um die Schatzsucherin, deren Einführungsfolge so langweilig war, dass wir sie vorher als einzige Folge für dieses Video in dieser Staffel komplett geskippt haben. Jetzt ist sie aber wieder da und hilft dem Bad Batch in der Not. Nachdem das Bad Batch nämlich nach einem Streit keinen Bock mehr auf Sid hat, sind sie ziemlich verloren und da nimmt die Schatzsucherin sie mit auf ihren Heimatplaneten. Und ihr denkt es jetzt vielleicht selbst, das Ding stinkt bis zum geht nicht mehr nach langweiliger Fillerfolge. Jedes dumme Ein-Episoden-Abenteuer in Staffel 1 hat genau so angefangen und ich war schon kurz davor, meine ganze Begeisterung über die letzten Folgen zu verlieren, aber dann ist einfach nichts passiert. Nothing. Just, that's just something to think about. Und das meine ich nicht negativ. Diese Folge baut keine unnötigen Bösewichte oder irgendeine Pseudo-Bedrohung ein. Ja, es gibt ein kurzes Erdbeben, aber das ist unbedeutend. In dieser Folge geht es einfach nur darum, dem Bad Batch und uns Zuschauern zu zeigen, was möglich wäre. Wir sehen, wie das Bad Batch köstliche Speisen isst und dabei lacht. Wir sehen, wie Omega sich mit einem anderen Mädchen anfreundet. Wir sehen, wie Hunter ein richtiger Vater für Omega geworden ist. Wir sehen, wie die Soldaten als Menschen leben könnten. So gut ich die letzte Folge rund um Crosshair auch fand, muss ich sagen, dass das hier das wahre Highlight dieses eh schon besonderen Kapitels ist. Das ist eine Folge, die unglaublich schwer zu schreiben ist, da in dieser Folge, wie gesagt, eigentlich nichts passiert. Aber gleichzeitig auch so viel. Ich habe die gesamte zweite Staffel für dieses Video ganze zweimal durchgeschaut und es waren zweimal genau diese fünf Folgen, die mich so überrascht haben. An dem Punkt, an dem die Serie eigentlich viel, viel schlechter werden sollte, wird sie nämlich einfach so immer und immer besser. Was in der letzten Staffel ein Meer von Filler-Abenteuern war, durch das wir uns irgendwie bis zum Finale durchkämpfen mussten, ist nun eine Ansammlung von spannenden Abenteuern geworden, von denen ich fast gar nicht möchte, dass sie enden. Doch das tun sie nun und wir gehen ins dreiteilige Finale der Serie. Okay, so ein richtiges Finale gibt es diesmal gar nicht. Trotzdem würde ich sagen, dass Folge 14 bis 16 so mehr oder weniger die drei finalen Folgen der Serie sind. Das Abenteuer startet mit Folge 14 und es ist mal wieder eine eher ruhige Folge, die aber unglaublich gut aufgebaut ist. Auf der einen Seite sehen wir, wie das Bad Batch ihr ruhiges Leben auf Pabu, ihr erinnert euch, der Planet aus der letzten Folge, lebt. Dort lernt Omega, das Schiff der Crew zu fliegen, wir bekommen ein Wiedersehen mit Echo und alles wirkt einfach richtig cool und sympathisch. An der Stelle muss ich auch einfach mal Omega in dieser Staffel loben. Sie verhält sich hier nämlich wie ein echtes Kind und nicht wie die langweilige Nervensäge aus Staffel 1. Sie hat Angst, wenn es um Monster geht. Kann ich damit umgehen, wenn Echo das Squad verlässt und muss ziemlich viele Dinge lernen, bevor sie sie kann. Das ist richtig gut. That's good. Jetzt aber zurück zur Folge. Auf der anderen Seite wird es nämlich spannend. Wir sehen, wie Crosshair in der Forschungseinrichtung gefoltert wird, da der Doktor dieser Einrichtung von ihm wissen möchte, wo das Bad Batch sich versteckt. Sein Plan ist es nämlich, und jetzt Achtung, Omega zu entführen und mit Hilfe von ihr, Nala Se, die Direktorin der Kloneinrichtung auf Kamino, dazu zu zwingen, ihm beim Klonen zu helfen. Ja, das ist Michael Scofield-Type-Shit, was der Typ hier plant. Crosshair verrät seine Brüder aber nicht, was auch wieder ein starker Teil seiner Charakterentwicklung ist, weil er sich einem Befehl widersetzt. Nein, er geht sogar einen Schritt weiter und unternimmt einen Fluchtversuch, bei dem er das Bad Batch mit Hilfe eines Geheimcodes warnt. Das bemerken dann auch unsere Freunde auf Pabu und entscheiden sich dazu, dem Ruf von Crosshair zu folgen und ihn zu befreien. Damit geht die finale Doppelfolge dann so richtig los. I say, let's do it! Die finale Folge hat mal wieder einen kleinen Fanservice-Hauch mit dabei, aber es ist ein ziemlich cooler. Das Bad Batch verfolgt den Doktor nämlich auf ein Gipfeltreffen der hohen Tiere des Imperiums und das wird von niemand Geringerem als Groß Moff Tarkin geleitet. Und ich will es nicht wieder sagen, aber
So macht man Fanservice. Es ist nicht der Hauptinhalt der Folge, aber es ist richtig interessant anzuschauen. Wir sehen, wie die Planung des Imperiums hinter geschlossenen Türen aussieht und bekommen sogar einen kurzen Rogue One Krennic Cameo, der uns etwas über das Projekt Kleiner Stern erzählt. Und ja, der Name ist irgendwie goofy, aber auch cool. I think it's good, except it sucks. So richtig interessant wird es jetzt aber bei der Infiltration des Bad Batch. Eigentlich haben wir sowas schon sehr häufig gesehen, aber das Finale wartet hier jetzt mit ein paar Überraschungen. Plötzlich ist nämlich auch Saw Gerrera Teil des Ganzen. Ihr erinnert euch, das ist der Typ, der Rebellion viel zu ernst genommen hat und dabei auch zu so einer Art Bösewicht wurde. Hier sehen wir dann auch nochmal, wie verrückt er wirklich war. Sein Plan ist es nämlich, den gesamten Stützpunkt von Tarkin in die Luft zu jagen. Dieser Plan macht dem Bad Batch dann auch ziemlich Probleme und sie müssen fliehen. Hier gilt auch wieder, Cameo trägt was zur Handlung bei, check. Cameo wird als Figur klar gezeichnet und ist interessant, check. Bad Batch kann plötzlich Cameos, ich glaube es selbst nicht, aber check. Jetzt wird es aber Zeit, die Taschentücher rauszuholen, denn es wird ein bisschen ernster. Beim Fluchtversuch des Bad Batch gibt es nämlich so einige Probleme und es kommt dazu, dass Tech sich zum Wohle des Teams opfern muss. Und wow, wir sehen, wie eine Figur in die Tiefe stürzt, die ich in meinem Video vor 4 Wochen noch komplett geflamed habe. Nach Staffel 1 hätte das gesamte Bad Batch sterben können und es hätte mich nicht interessiert. Aber plötzlich, wie soll ich es sagen, bin ich richtig traurig. Unser Abenteuer ist aber noch nicht vorbei. Die gesamte Crew wird nämlich bei der Flucht verletzt und vor allem Omega geht es gar nicht gut, was wir in einer extrem gut inszenierten POV-Sicht mitbekommen. Ey, sagt was ihr wollt, aber ich glaube hier langsam wirklich nicht mehr, dass wir The Bad Batch schauen. Zum Ende der Folge rettet sich das Bad Batch dann in die Missionszentrale von Sid. Dort werden sie medizinisch versorgt. Doch, ihr erinnert euch noch an den Streit mit Sid, den ich vorher erwähnt habe? Das wird jetzt wichtig, sie hat nämlich den absoluten 31er-Move gepullt und das Bad Batch an den Doktor und das Imperium verraten. Wenigstens ändert sich eine Sache nie, Sid ist einfach kacke. You surprise me to how shit you are. Nach einem kurzen, aber mal wieder echt gut inszenierten Kampf, schafft es das Bad Batch dann zu fliehen, aber Omega wird gefangen genommen. In der letzten Szene sehen wir dann, wie Omega sich in der gleichen Forschungseinrichtung wie Crosshair befindet und eine Ärztin dieser Einrichtung das hier revealed. Ich will mit Nala Se sprechen. Merkwürdig. Du vertraust der Kaminoanerin, aber nicht mir. Ich kenne dich gar nicht. Nein. Du kennst mich wahrscheinlich besser, als du denkst. Wir sind Schwestern, Omega. Mit diesem Reveal werden wir dann ein letztes Mal für heute in den Abspann geschickt. Ich muss sagen, ich fand diesen Reveal am Ende jetzt nicht so krass, weil, ja, okay, die ist halt jetzt ein Klon. Was jetzt? Aber ansonsten funktioniert dieses Finale echt gut. Man verzichtet diesmal auf ein großes und fulminantes Finale wie in Staffel 1, konzentriert sich dafür aber deutlich mehr auf Emotionen und baut Hype für Staffel 3 auf. Und ja, eigentlich bin ich kein Fan davon, wenn es nur darum geht, für die nächste Staffel Hype aufzubauen, aber hier funktioniert es. Durch den Tod von Tech hat dieses Ende etwas Endgültiges, aber trotzdem bekommen wir ein Gefühl der Dynamik und Spannung mit rein, da wir ein offenes Ende haben. Das ist gutes Writing, ich glaube selbst kaum. Damit ist die Serie nun also vorbei und ich glaube, wir alle hätten eine andere Gefühlslage an diesem Punkt des Videos erwartet. Eigentlich würde ich an diesem Punkt des Videos jetzt die Gesamtstruktur der Serie analysieren und mich über die Platzierung von Folge 1, Folge 4 und so weiter beschweren. Das habe ich sogar getan und es auch schon aufgenommen, aber es hat sich im Schnitt einfach nicht richtig angefühlt. Deshalb möchte ich diese Zeit des Videos jetzt lieber anders nutzen und etwas sagen, wovon ich niemals gedacht hätte, dass ich es in einem Video zu The Bad Batch sagen würde. Und zwar, danke.
Danke, Dave Filoni, dass du mir eine ganze Serienstaffel geschenkt hast, bei der ich mal wieder Spaß an Star Wars hatte. Danke, dass ich nicht wie erwartet wochenlang an einem komplett negativen Video arbeiten muss, sondern endlich mal wieder etwas loben kann. Danke, dass ich mich während einzelner Folgen dieser Staffel tatsächlich für einen kurzen Moment wieder so fühlen durfte, als würde ich Star Wars The Clone Wars schauen. Danke Staffel 2, dass ich jetzt ganz ohne Zweifel sagen kann, ich bin doch noch ein kleiner Bad Batch Fan geworden. So viel jetzt also erstmal zu dieser Staffel The Bad Batch. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Ganzen sagt. Bin ich jetzt ein kompletter Disney-Ritter, weil mir die Staffel so gut gefallen hat? Oder hat sie euch auch ein klein bisschen gefallen? Wart ihr beim Tod von Tech traurig und freut ihr euch auf Staffel 3? Ich muss sagen, dass ich mich jetzt doch ein klein bisschen freue und hey, es geht schon in 3 Tagen los. Wenn ihr wissen wollt, ob mich die nächste Staffel auch wieder so überrascht oder den alten Hass wieder aufleben lässt, dann lasst hier unbedingt ein Abo da, um die Videos zur Serie nicht zu verpassen. Schaut außerdem auch unbedingt unter dem ersten Link in der Videobeschreibung bei Holy vorbei und gönnt euch dort ein dickes Probierpaket mit 5 Euro Rabatt. Ansonsten hoffe ich natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, zeigt mir das sehr, sehr gerne mit einem Like oder einem Abo und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. The Force will be with you. Always.